Ja, mal wieder was Besonderes. Ein Nissan 350Z US-Import mit Automatikschaltung. Gab es in Europa, glaube ich, gar nicht. Und ist eine komplett graue Innenausstattung, weißes Modell. Besonderheit bei dem Fahrzeug habe ich gerade gesehen, der hat, es war ein 301 PS Modell, zumindest so geratet in den USA, aber hat keine Auslassnockenwellenverstellung, nur Einlassnockenwellenverstellung. Wir werden jetzt wieder die 100-200 Zeit machen, bis wir das Fahrzeug warm gefahren haben, könnt ihr euch das Auto gleich mal von vorne anschauen und von hinten und so und mal schauen, weil Modifikationen sind sehr überschaubar, ist nur eine Auspuffanlage dran eigentlich, aber eine schicke Front hat er. Fahrzeug ist weiß, was ja bei uns hier in Deutschland nur als Racing-Variante gab. Und damit ihr mal so ein US-Fahrzeug gesehen habt von innen und außen. Also, bis gleich. Ja, ich habe gerade mal versucht reinzutreten und zu gucken, ob hier was passiert. Ich hoffe, oder beziehungsweise das Video wird wahrscheinlich etwas länger werden, weil hier irgendwie nichts anliegt großartig. Also es ist halt eine Fünfgang-Automatik, scheinbar sehr lang übersetzt. Und wir werden jetzt mal gucken, ob wir einen neuen Negativrekord aufstellen werden. Mal schauen, ich bin gespannt. Kann was länger dauern. Junge, Junge, das habe ich mir schon fast gedacht. Ey. Und wir sind immer noch im vierten Gang. Ne? Mann. Ja, fresh, würde ich sagen. Oder auch nicht. Kai, hast du viel gefrühstückt? Nein. Ich eigentlich auch nicht. Tank ist zwar voll, aber das kann nicht ausschlaggebend für diese schlechte Zeit sein. Wir werden jetzt mal die Basissoftware drauf machen und dann werden wir so langsam mal uns in die Abstimmung bewegen. Ich weiß, dass die US-Modelle immer ein bisschen die Bremse, US-Bremse, oh, böse. Oh gut, okay. Das ist schon eine upgradete Bremse, ja, mit EBC Groove Disc und EBC Yellow Stuff, aber nichtsdestotrotz ist die Brembo deutlich bissiger an der Bremse. Aber gut, okay. Was wollte ich sagen? Basissoftware drauf machen und dann abstimmen, weil die Zündung bei den US-Modellen etwas konservativer ist aufgrund des Sprits, den die da drüben haben. Da verspreche ich mir ein bisschen was von. Allerdings ist hier, habt ihr vielleicht gesehen, auch gerade schon, also die Übersetzung zwischen dritten und dem vierten Gang so groß, das ist ja nicht mehr feierlich. Ja? Da stehen irgendwie knapp 1500 Umdrehungen dazwischen. Und da ist natürlich mit 200 nichts. Also laut Pfeil ist das Fahrzeug auch serienmäßig bei 232 km/h begrenzt. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber gut. Ja, wir machen jetzt die Software und dann gucken wir mal weiter, ob wir unter 20 Sekunden kommen. Schauen wir mal. Alles klar, bis gleich. Ja, die Getriebeübersetzung ist echt nichts, um eine saubere 100-200 Messung zu fahren. Also das ist brutal, der Drehzahlunterschied. Zwischen dritten und vierten Gang haben wir da einen Sprung von über 1500 Umdrehungen. Da ist sofort die Beschleunigung weg, wenn man so will. Wir probieren es jetzt trotzdem nochmal. Ich bin gerade schon mal gefahren. Ich bin etwas euphorisch gewesen, möchte ich sagen. Mal gucken, ob ich das gleich nochmal hinkriege. Ich verrate euch gleich, warum.
unter 20 Sekunden. Mega. Mega. Ohne Scheiß. Mega. Ja, ein breites Grinsen. Die Zeit ist zwar total kacke, aber ich freue mich total. Wir sind jetzt, glaube ich, 2,5 Sekunden schneller als in der Eingangszeit. Wir werden nachher noch auf Leistungsprüfstand fahren und dann gucken wir mal, wie viel der Leistung tatsächlich hat. Wie gesagt, die Achsübersetzung oder beziehungsweise die Getriebeübersetzung ist für den Arsch, um wirklich 100 auf 200 Zeiten zu fahren. Aber man merkt halt wirklich, Drehmoment ist da, aber dieser Drehzahlsprung, der macht alles kaputt in der Zeit. Also ich fahre gleich zum Prüfstand und dann gucken wir mal, was er hat. Bis gleich. Oh, es piept. So, zurück vom Prüfstand. Protokoll haben wir. Leistung ist sehr erwartungsgemäß, würde ich sagen. Liegt bei jetzt 275,6 PS an der Kupplung und Drehmoment liegen wir bei 357 Newtonmeter. Drehmoment ist okay. Leistung könnte ein bisschen mehr sein für das Fahrzeug. An und für sich, aber denke ich mal, ist das schon ein deutlicher Vorsprung zu der ursprünglichen Software, die da drauf war, serienmäßig. Jo, ansonsten wird mich mal auch interessieren wieder, fahrt ihr auch ein Importfahrzeug? Also abgesehen davon, dass ihr ein JDM-Fahrzeug fahrt, habt ihr euch sowas importiert? Vielleicht einen Rechtslenker, einen alten Skyline oder sogar vielleicht einen rechtsgelenkten 350Z? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns über die Likes freuen und bis zum nächsten Video.